Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Live-Let's Play zu The Room 3. Es wird euch vielleicht jetzt so vorkommen, dass ich den Teil schon mal gespielt habe. Also das, was jetzt kommt. Das ist nämlich auch genauso, weil im letzten Stream ist die Aufnahme Schrott gegangen. Und deswegen holen wir das jetzt einfach nochmal nach, damit ihr keine Lücke habt. Alles nur für euch, die auf YouTube zugucken. Und ja, ich würde sagen, dann machen wir mal weiter. Was steht da? Wenn du noch weißt, was zu tun ist, dann sollte das schon weiterkommen. Ja. Wirkt immer schizo, wenn man doppelt begrüßt, aber ich habe das in meinem ersten Stream auch gemacht. Ja, egal. So, ich weiß, dass wir... Also ich weiß noch, dass wir dieses Ding hier einsetzen müssen. Das müssen wir... Ja, da ist es nämlich schon wieder. Jetzt ist die Frage, wie müssen wir es... Ach, hier, guck. So komischer Fast-Bass-Schlüssel so ein bisschen und... Oh ne, warte mal, das ist so... Der geschwungene, dann vielleicht dieser Würfel und die drei Zeichen. Ist das auch? Ja, haben wir sogar. Okay. So, das geschwungene. Die drei Würfel. Also der Würfel. Und das da. Aber die bei Game One haben doch auch immer gesagt, Moin Moin und Hallo. Kann man damit irgendwas machen? Nee. Ich glaube, das muss man irgendwo hier reinstecken. Das da. Das passt doch dahin. Also falls ich irgendwo hängen sollte, also längere Zeit hängen sollte, sind Hilfen erwünscht? Schreckmoment ist leider weg. So. Ah ne, da müssen wir hier. Okay. Kann sein, dass wir gleich schon... Ich glaube, wir ändern gleich schon direkt das, die Etage. Ich weiß jetzt nicht, ob das direkt hier nach passiert, wenn wir das hier einsetzen. Oder ob wir noch irgendwas machen müssen. Eine leuchtende Lampe. Ah, okay. Wird direkt die Etage geändert. Also ihr könnt gerne eure Ideen äußern, was zu machen ist. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt nachgucken, aber falls ihr denkt, das ist ja voll klar, das muss man so und so machen, dann kann ich das gerne ausprobieren. Achso, es macht das schon selbst. Na gut. So.
Jetzt wird's wahrscheinlich dünn bei mir. Weil den Rest. Hier konnte man irgendwas. Also, das muss man irgendwie schieben. Irgendwie konnte man das schieben. Das konnte man so drehen und dann war dann eine Öffnung, wo man durchgreifen kann. Ach, Moment. Ja. Okay. Alles klar, alles klar, alles klar. So. Dann konnte man dann da reingreifen. Alles klar, kommt für User. Viel Spaß. Bis später. Yay, Kapitel abgeschlossen. Fortsetzen. Ich weiß jetzt gar nicht, was jetzt kommt. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall zurück und unsere Pyramide da drauf tun. Nicht? Klong. Hallo, ich möchte gerne die Kamera drehen. Ah, genau, da musste man dann hier. So. Muss man das dann hier so drehen, dass das dann die Tür ergibt? So, was gab's denn hier? Ach, das ist der Raum. Faszinierend. Da bist du, Fleisch und Blut. Die Existenz scheint dir erstaunlich leicht zu fallen. Hilfreich, diese Eigenschaft. Meinen bisherigen Lehrlingen wohnten sie betrüblicherweise nicht inne. Vielleicht ist es eine Suche tatsächlich ist meine Suche tatsächlich endlich erfolgreich. Diese Bibliothek gleicht keiner anderen in der Welt. Doch ich rate dir, deine Neugier zu zügeln. Wie überall in Greyholm lauern auch hier Dinge, die keine naseweisen Fingerlein mögen. Verschwende nicht deine Zeit, der Meister. Okay, also wir müssen hier auf jeden Fall wieder Strom anmachen, so wie das aussieht. Ding. Da mein. Kein Grammophon, sondern in die andere Richtung ein Aufnahmegerät eines Grammophons. Scheint nicht zu funktionieren. Womit man Wachs. Wie heißen die Dinger? Wachs? Wachszylinder, so heißen die. Womit man die beschreiben, in Anführungszeichen, konnte. Das mag ich ja gar nicht. So. Können wir hier schon rumschieben? Ja.
Okay, dann machen wir das mal. Moment mal. Ich glaube, das ist mir beim letzten Mal genauso passiert. So, da haben wir Strom an. Hier allerdings nicht. Aber das kommt ja von oben, das heißt, wir gehen mal nach oben. So. Da geht's weiter. So, jetzt können wir auch da unten hin, aber wir gucken hier noch. Hier konnte man irgendwie was umwandeln. Da. Ein Metallobjekt. Das konnte man hier irgendwie... Ups. Es wird draußen gehupt. Das konnte man irgendwie umwandeln. In eine Kugel oder sowas. Oder man brauchte noch zusätzlich eine Kugel. Irgendwie sowas. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall können wir jetzt hier an das Gerät. Dieses. Dann wie im letzten oder vorletzten Kapitel auch. Ach, yo! Stimmt. Das war das. Da brauchen wir auf jeden Fall einen Schlüssel für. Eine Fassung. Kann ich etwas anbringen? Kannst du das hier anbringen? Nee. Kann man damit irgendwas machen? Okay, der hat so vier Nupsis. Dann gehen wir erstmal zum Offensichtlichsten hier, ne? Gucken wir uns hier mal die Schriftrolle an, die ich so wundervoll vorlesen kann. Was ist dir die Zeit? Mein Urgroßvater errichtete einst diesen Turm. Doch dann war seine Zeit doch knapper bemessen als erwartet. Zur letzten Mittagsnachtglocke wird der Weg sich dir offenbaren. Fürwahr, ein wenig dramatisch. Doch unsere Ahnen verstanden mehr, als ihnen bewusst war. Im Kreislauf unserer Welt gibt es Augenblicke, die sie ihren Nachbarn ungeahnt nahe kommt. Der Meister. Okay. So. Stimmt, da brauchen wir so eine Figur. Ah, da kann man noch was schieben.
Da ist eine Figur. Das kann man nicht da reinmachen, aber dann machen wir die Figur schon mal hier oben drauf.